Das ist Siggen vom Spießenhof. Ich habe kein Alter. Ich meine 5 Jahre alt. Also gerade angeritten auf jeden Fall. Abstammung. Ja, letzten Endes kenne ich irgendwas. Herr war Sauderkuck, das ist schon in der 10. Generation. Zauter Kirke bei. Aber die direkten Vorfahren sind mir nicht bekannt. Auch hier mütterlicherseits Gauske Verhaftungsdödem, aber auch in der 3., 4. Generation erst. Gut. Ja, ich meine 5 Jahre alt. Recht ordentlich angeritten. Und da kann man einfach stehen bleiben. Viel Tölt. Bisschen quengelig noch so. Sattel ist ein bisschen locker. Aber ja, ist auch jetzt gerade dabei, wie man ja auch sieht, zu lernen, dass sie mal an Zügel herantreten muss. Aber das ist wirklich eine Sache von den letzten paar Tagen, wo wir in dieser Richtung gearbeitet haben. Sprich, mal so ein bisschen die Hand durchhalten und mal versuchen, so ein bisschen runder zu machen oder auch mal mit Ausbindern freigehen zu lassen. Ansonsten ist sie, wie all die anderen Jungpferde, auch vorwiegend im Gelände gerade ausgeritten. Wenn sie jetzt am Anfang ein bisschen klemmig gehen sollte, nicht dran stören, einfach eher den Moment Zeit geben. Ich bin mir ziemlich sicher, das dauert nicht länger als eine Runde. Und dann ist sie locker. Ich hoffe es wenigstens. Man sieht, ich mache erstmal nichts. Lass sie einfach nur vorwärts laufen. Letztendlich, weil ich auch weiß, dass sie ganz sauber und taktglatt halten kann. Und gebe ihr einfach die Zeit, hier ein bisschen sich zu lockern. Wenn gleich meine Runde bald zu Ende ist. Naja, der Rücken kommt schon runter, ich kann schon ein bisschen mehr sitzen, wenngleich der Takt immer noch besser sein könnte, aber das wird auch gleich der Fall sein und ist auch der Fall. So, dass wir dann so allmählich dazu kommen können, sie zu beurteilen. Und das, was sie letztendlich ausmachen wird, ist, dass sie ein eher sehr leicht zu reitendes Pferd ist, einfach zu tölten ist, sehr viel Tölt hat, sehr sicher im Tölt ist. Das sieht man ja hier, ich kann den Zügel nur in eine Hand nehmen. Ist noch so ein bisschen gespannt. Ups. Aber der Takt, der kommt schon immer mehr rein. Deswegen haben wir auch vorher die Glocken drauf getan, logischerweise. Damit es ein bisschen leichter hat, sich hier auch in der Bahn zu lockern. Aber ich denke, man kann das sehen und auch vielleicht hören, hier auf der 8. Bahn, dass der Takt schon eigentlich ohne ein besonderes Dazutun von mir immer klarer wird. Das Einzige, was ich ja mache, ist gut im Sattel hinten sitzen und ein bisschen vorwärts reiten. Und mal gucken, dass wir irgendwo den Trab finden oder den Galopp.
Ja, vom Temperament her sieht man, ist sie ganz problemlos. Geht ordentlich vorwärts. Trotzdem kann man den Schenkel in Ruhe dran liegen haben. Und ho. Gut, Siggin vom Spießenhof.